Und eigentlich, so wie unsere Nahrung aussieht, sollte ich doch mal ein bisschen auf Radieschen umsteigen. George! Du bist schon Level 8, das ist sehr gut. Ich könnte euch eigentlich jetzt beide mal upgraden. So, dass ihr noch bessere Krieger werdet. George. Und jetzt schlagt ihr da und daneben. Sehr schön. Hier gibt es noch mehr Silber. Oh, ich muss aber aufpassen. Ich bin hier ganz in der Nähe von diesem großen Raum. Nicht, dass ich da aus Versehen reinbuddel. Das wäre jetzt nämlich noch nicht so schön wahrscheinlich. Weil große Räume sagen Gegner hervor. Du kannst trainieren gehen. Ich halte den anderen mal so lange fest. So. Jetzt kannst du mal hier dich noch ein bisschen hoch trainieren. Vielleicht erreichst du ja auch Level 8. Nö, du bist erstmal müde. Na gut, dann kann der andere weiter trainieren so lange. Und ich baue hier den letzten Holzblock hin. Da ist schon mal das hier zu. Dann mache ich hier hinten zu, dass wir den Thronsaal wieder richtig setzen können. Dich hole ich da raus, dass du arbeiten kannst. So, so ist jedenfalls mal das Gebiet hier wieder so, wie es sein sollte. Und ich kann halt so nur den Stein da rausholen. Da wäre noch ein bisschen Turmalin, aber damit grabe ich mich direkt in diesen Raum rein. Nein. Sorry, aber das Turmalin, da muss warten. Dann kann ich ja theoretisch das hier als Vorsprung nutzen, um in diesen Raum reinzukommen. So wie ich mich irgendwie in den Raum hier reingraben könnte. Der sieht nämlich ziemlich klein aus eigentlich. Da ist vielleicht nichts Gefährliches drin gerade. So, du isst, wenn du gegessen hast. Geht's mal für euch beide nach oben. Wo sind die Wölfe? Wölfe töten. So, ich guck mal währenddessen hier rein. Okay, das ist wirklich nur eine Gnomenfamilie. Die ein paar Steine haben, mehr nicht. Okay. Gut, das heißt, da kann zugemacht werden später. Euch beide auf den nächsten Wolf ansetzen. Und die kann ich verkaufen. Die bringen ein bisschen Gold wenigstens. So, ansonsten ist hier eh nichts mehr. Und nach unten zurück zur Basis mit euch beiden.
Ja, theoretisch könnte ich den alles hier verkaufen, was irgendwie nach Holz aussieht. Oder Gold. Weil ich... Erstmal brauche ich eine Kiste. Die Dinger sehen zum Beispiel nach Holz aus. Und die noch nach mehr Eisen. Nahrung, Holz, Holz. Okay. Ich habe schon mal wieder genug Holz, um hier hinten... Ernsthaft? Hinter dem Ding ist ein Eisenblock. Egal. Ich habe im Augenblick keinen Bedarf nach Eisen. Mach das zu. Oh, und meine Beliebtheit sinkt. Na, dem können wir leicht nachhelfen, indem ich jetzt einfach erst einmal Steinplatten hier in meinem Thronsaal lege und auch gleich die Wände. Thronmäßig mache. So. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich den Raum hier auskleiden. Der wird nämlich auch steinern. Einigermaßen. Ah ja, das hier noch. Und die hier noch, so. Und wir sollten auch ruhig die Zeit weiterlaufen lassen. So. Genau, jetzt sind wir wieder im grünen Bereich. Und zwar sehr gut sogar. Und wir haben keinerlei Gold mehr. Weil ich gerade alles, wirklich alles ausgegeben habe für den Zwergenhort. So, da wir ein Plus haben, fordere ich einen Jungzwerg an. Und guck mal, wo könnten wir uns noch reinbuddeln? Hier? Oh, hier über den Gnomen wäre auch noch ein Ort, wo wir reinbuddeln könnten. Wir könnten hier reinbuddeln, von den Gnomen aus. Und hier hinten, haben wir gesagt, wäre noch so ein Maulwurfshort. Ja, die Maulwurfshorte hätten halt immer den Vorteil, dass da teilweise sehr viele Ressourcen drin zu finden sind. So. Dich und dich wieder hierhin. Dich hierhin. Du kannst da runter und dann können wir gleich noch einen zweiten von dir hier drüben bauen. So, und hier können wir dann neue Truhen hin platzieren. Wenn das dann mal so weit ist. Also ja, ich sag's nicht gerne, aber ich will nach da oben an die beiden ran. Und dafür müssen die Gnome leider weichen. So. Als nächstes mache ich gleich den Plattenpanzer, dass der auch schon mal erledigt ist. Ja, wie gesagt, die Gnome tun mir jetzt leider etwas leid. So, ich will hier hin. Und ich will hier hin. So. Und später machen wir einfach hier zu und dann ist das gut. Hm, hier wären sogar Steine.
Stein kann ich natürlich immer gebrauchen. Hauptproblem ist halt jetzt, ich habe kein einziges bisschen Gold mehr. Das heißt, auch wenn es gerade weh tut, ich muss wenigstens so viel Gold so viel Holz verkaufen, dass ich das Gold wieder reinhole. Oder wenigstens ein bisschen Gold habe. So. Dann gucken wir mal, was da oben ist. Das sieht ein bisschen größer wieder aus, aber das ist wahrscheinlich auch nur eine Gnomensiedlung. Ist es auch. Mit nur einem Gnom allerdings. Der hat hier ein paar Bücher. Ein Bett. Und er bewacht da hinten ein kleines Goldvorkommen. An das ich schon gerne rankommen würde. So, wir haben einen Miner-Zwerg da oben. Der dürfte ausreichen. Da müssen wir den armen Gnom nicht unbedingt schon wieder töten. Okay, doch müssen wir. Garstiges Viehzeug, ey. So, großer Holzverbraucher wäre schon mal abgeschlossen. Turmalin und noch mehr Silber. Und ja, das ist eine Gnomin. Eine Verrückte. So, wir können am besten nochmal eine Statue errichten. So. Dann können wir hier schon mal das verkaufen. Oh. Du stehst da ungelegen. Die haben alle Hunger. Wir brauchen noch die beiden Technologien. Das dauert aber noch ein bisschen. Wie sieht es eigentlich mit dem jungen Zwerg aus? Der ist Level 3 bei Level 5. Also. Ach ja, was die Sache angeht. Erstmal brauche ich eine Brücke hier. So, dann brauche ich einen gelehrten Tisch darüber. Einen normalen, weil den teuren kann ich mir nicht leisten. Weder vom Gold noch vom Holz. Ich komme. So. Und dann gibt es für die Herrschaften hier unten Betten. Und zwar die guten Betten. Und zwar zwei Stück. Und einen Festtagsbreitisch. Kriegen die hier auch noch hin. Und damit sind fast wieder meine gesamten Ressourcen aufgebraucht. Hier scheint eine größere Turmalinader zu sein, mal wieder.
So, hier fehlt noch eine Leiter. Gut.